Hi Leute, hier ist wieder euer Matchblocks. Ja, ich habe hier ein neues Video für euch. Einmal ein, ja, entweder Geheimgang, Sicherheitssystem, Tür, wertvolles Verstecken, Redstone-Leitung, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Naja, auf jeden Fall ist das einmal hier die ganze Anlage. Wie gesagt, das ist wie bei jedem Ding, könnt ihr eigentlich fast bauen, was ihr wollt. Hauptsache, die Leitung sieht ungefähr so aus. Wie weit lang ihr das macht, wie groß ihr diesen Raum macht, wie breit ihr das hier macht, ist euch überlassen. Ihr müsst nur eins bedenken, das werdet ihr jetzt sehen. Wenn ihr jetzt den Gang hier breiter macht, funktioniert das mit den Türen nicht mehr. Natürlich gibt es da auch wieder eine Möglichkeit, aber da wird die Sache ein bisschen komplizierter, weil im Prinzip sieht das Ganze so aus: Man drückt hier den Knopf und nach gehen die Türen auf. Im Prinzip hat es eigentlich keinen Nutzen, außer man tut sich hier seine Sachen hier reinmachen, um einfach nur die Admins irgendwie auf sein GS zu schicken, so, weißt du, zum Angucken. Aber im Prinzip hat es eigentlich auf Creeper Games zum Beispiel halt einfach keinen Nutzen so im Ganzen. Man könnte es vielleicht als MM-Plot vielleicht benutzen, aber im Endeffekt würde ich es einfach nur als rein optisch gute Idee oder als Secret nutzen. Dass es einfach so ein Geheimgang-Plot ist, wie auch immer. Ja, um das Ganze zu bauen, wie ich schon gerade eben erwähnt habe, könnt ihr es so breit machen, wie ihr es wollt. Bedenkt nur, die Türen sind jetzt nur 2x2. Man kann natürlich auch 4x2 machen, das geht, dass man dann hier oben nochmal Sachen runterlässt. Dass das im Prinzip hier drüben mit angeschlossen ist, es würde theoretisch funktionieren. Da müssten wir ein bisschen was umbauen, aber es würde gehen. Im Endeffekt könnte diesen Raum hier vorne so groß machen, wie ihr möchtet, den Raum so groß machen, wie ihr möchtet. Das ist euch überlassen oder so lang machen, wie ihr es möchtet. Das ist vollkommen egal. So, ja, da drüben habe ich schon mal was vorbereitet. Das ist auf einer rechten Seite, habe ich schon ein bisschen mehr gemacht als auf der linken Seite, dass ihr seht, was ich mache. Um zum Anzufangen würde ich einfach mal behaupten, dass wir jetzt einfach mal ins Gebäude reingehen und die ganzen Sticky Pistons hinsetzen. Das heißt, wir brauchen ja einmal für diese Tür, wie hier Sticky Pistons, hier Sticky Pistons und hier. Und so geht es jetzt im Prinzip hier weiter. Setzen wir die mal fix hin. So, jetzt haben wir theoretisch. Ich glaube, hier habe ich zu viel abgerissen. Ah ne, das habe ich zugemacht. So. Dann haben wir das schon mal fertig. So, das Ganze ist jetzt so zu betrachten. Ihr müsst, weil das ist ja unsere erste Tür. Die sollen wir natürlich als erste schließen, dann die schließen, dann die schließen, dann die schließen und immer so weiter, immer nach und nach. Macht ihr zu dieser Leitung hier, zu diesen Kolben einen Verstärker, legt eine Redstone-Leitung per Treppe hier runter, ihr seht wie ungefähr, und setzt direkt hier einen Verstärker hin. Nur einer. Danach wollen wir, dass die Türen von unten nach oben schließen. Das heißt, wir gehen hier runter, setzen hier die Redstone-Leitung hoch, aber erstmal nur bis dahin. Das werdet ihr jetzt sehen, warum. Weil wir möchten ja irgendwie das Ding hier oben befeuern. Das heißt, wir müssen jetzt eine Treppe hier runterbauen. So, Treppe ist hier fertig und müssen einmal die Redstone-Leitung hier hochführen. Bis hierhin, weil hinter einem Kolben muss ein Verstärker hin. So, die Leitung haben wir nur bisher hingelegt, weil der Verstärker sitzt das Signal einmal hier in den Block rein. Das heißt, es ist scheißegal, ob die Redstone-Leitung jetzt über dem Block ist oder auf dem Block oder neben dem Block oder. Also es muss immer gegengesetzt von ihm sein oder gegenüber. Signal kommt trotzdem rein. Aber die Besonderheit ist jetzt halt nur, dass wir hinter der zweiten Tür zwei Verstärker extra anschließen. Heißt, die beiden, was hinzugefügt werden, werden auf die höchste Stufe gestellt und der bleibt auf der niedrigsten Stufe. So wie hier, die immer wo am Kolben sind, bleiben auf der niedrigsten Stufe. Ihr seht, hier haben wir 1, hier haben wir 3, hier haben wir jetzt 5, dann haben wir 7, dann haben wir 9 und dann haben wir 11 Stück. Ihr werdet es gleich sehen, warum. So, wir machen aber jetzt erstmal hier weiter, weil hier müssen wir auch wieder anschließen und das einfach hier runtersetzen. So, hier genau das gleiche. Verstärker dran.
Und einmal eine Brücke hier nach oben bauen. Brücke, eine Treppe hier nach oben bauen. Mist, jetzt habe ich das doch falsch rum gemacht. Schaka. So, dann haben wir hier einmal die Treppe und verbinden das Ganze wieder nach oben zu dem hier. Und hier machen wir jetzt genau das Gleiche. Hier Verstärker, hier Redstone, Redstone. So, das Ganze ist wieder hier unten verbunden, wie ihr seht. Und hier machen wir jetzt genau das Gleiche. Stärker. Jetzt wollen wir die Leitung hinlegen. Am besten ist es von hier oben. Kommt den nämlich genau hier an. So, und dann haben wir das Ganze hier auch schon. Jetzt verbinden wir das Ganze hier. Dann machen wir kurz einen Testdurchlauf. Da seht ihr ganz genau, was ich meine. Wie gesagt, die, wo direkt am Block anliegen, die Verstärker bleiben immer auf der Standardstufe und alles, was jetzt dahinter kommt, wird alle auf die höchste Stufe gestellt, um diese Zeitverzögerung reinzubekommen. Jetzt verbinden wir das Ganze. Dann setze ich mal eine Flagge hin, eine Fackel hin und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Das werdet ihr jetzt auch direkt hören. So. Ihr werdet jetzt auch sehen, dass es jetzt nicht zu 100% funktionieren wird, weil, seht ihr, wenn ich jetzt ansch... Ups, Entschuldigung. Wenn ich jetzt anschließe, seht ihr, geht die Leitung nur bis hierhin. Ne? Das heißt, im Umkehrschluss, wir setzen hier einen Verstärker hin und ab da geht das Signal weiter. Ihr seht, ab jetzt gehen die Zeitverzöger dazu. Wenn ich jetzt hier die Fackel wegnehme, gehen die auch zeitverzögert wieder auf. Ja, genau, auf. Chaka. Nochmal zur Verdeutlichung. Ihr seht, nach und nach geht die Leitung an. So, wir robben das hier wieder ab, weil wir müssen jetzt erstmal auf die andere Seite und müssen das Ganze hier jetzt auch machen schnell. Das heißt, dann mache ich jetzt einfach mal anders, der Verstärker. Setze ich jetzt einfach direkt da dran, weil es einfach schneller geht. So, ab hier hin. So, dann verbinden wir das Ganze hier wieder nach unten. Ja, ich hoffe, ihr hört das Klicken von meiner Tastatur nicht so krass. Weil ich einfach, wie gesagt, noch ein normales Headset habe, aber ich werde mir bald ein neues Headset, also kein Headset holen, sondern ein Mikrofon. Dann hört sich auch die Qualität einfach viel besser an. Und dann müsstet ihr nicht immer dran leiden, meine ekelhafte Stimme so zu hören. So, jetzt haben wir das ganze Ding angeschlossen. Jetzt müssen wir aber hier das gleiche hier auch wieder machen. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt erstmal wieder verbinden. Ich empfehle euch, wenn ihr die immer hingesetzt habt und ihr seid nicht sicher, ob das Signal bis nach da hinten reicht, sage ich ja in der Regel, setzt einfach irgendwo einen Verstärker hin. Wenn ihr es halt hundertprozentig haben wollt, setzt hier was hin, Fackel und dann seht ihr ja, wie weit es geht. Ab hier ist Ende. Das heißt, wir können hier den Verstärker hinsetzen und ab da geht das Signal weiter. So. Jetzt haben wir den Grundriss, also den Grundbau von Redstone erledigt. Das heißt, die ganzen Dinger funktionieren im Prinzip. Jetzt müssen wir aber das Ganze ja irgendwie von dieser Bude hier drin ansteuern. Und wenn wir auf der anderen Seite sind, möchten wir das ja auch irgendwo ansteuern. Ihr seht, hier ist der Knopf. Und irgendwie muss ja das Signal von hier drüben zu dieser Leitung führen. Aber auch von hier in diese Leitung führen. Aber auch so, dass sie nicht den Knopf drücken, die Türen gehen auf und wieder zu oder zu und wieder auf, sondern die müssen ja auch zu bleiben. Das heißt, wir machen wie bei dem Gebäude hier hinten, bauen wir jetzt das gleiche Prinzip hier hin, weil wir geben hier die ganze Zeit Saft auf die Leitung wegen dem Ganzen hier. Das ist, also ich glaube, man nennt es Flip, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, ja, doch, Flip müsste das heißen. Das heißt, im Prinzip haben wir eine Steuerung, wo einmal ein Signal abgibt und wieder aufnimmt, aber auch, wenn was ist, das Signal auch dauerhaft brennen lässt. Ne? Das heißt, wir bauen jetzt einmal, wir gucken hier hin, den Kasten, setzen hier den Sticky Piston und hier den Sticky Piston hin, aber in diese Richtung zeigend. Block davor, Block hier oben drauf, Fackel hier hin, Fackel dahin, das Ganze miteinander unbedingt verbinden, sonst klappt es nicht. Sonst passiert es wie bei mir, ihr verzweifelt und könnt einfach nur kotzen, weil es nicht klappt. Das ist mir jetzt schon öfters passiert. So, jetzt müssen wir aber erstmal das ganze Ding hier so rüberlegen, weil es muss ja irgendwo eine Verbindung dahin kommen. Ne? So. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Cut rein und setzen das einmal so runter. Das heißt, was alles von hier reingeht,
verteilt sich dann auf die linke Seite und rechte Seite. Aber um das Ganze auch richtig zu machen, müsst ihr aber auch jeweils wieder hier einen Verstärker hinsetzen. Nicht hierhin, weil es funktioniert nicht. Ihr müsst immer einen Block dazwischen freilassen, dass das so eine Verbindung existiert. Dann legt ihr die Verbindung hier rüber und einmal hier drauf, weil hier kommt jetzt unsere Fackel rein. Funktioniert jetzt nicht, weil wenn jetzt der Kolben den nach da drüben drückt, kriegt die Leitung Saft. Das heißt, wenn ich jetzt einen Knopf raushole, mal gucken, was ich hier rausschmeißen kann, die Erde kann ich hier rausschmeißen, seht ihr jetzt, was passiert. Ich drücke den Knopf, er schiebt da drüben und ab da ist Saft auf der Leitung. Das heißt, wenn ich jetzt unten drücken würde, geht der Kolben in diese Richtung, macht es einmal zu und dann bleibt es auch zu. Wenn wir jetzt das Ganze hier wieder drücken würden, von der anderen Seite, öffnen wir das jetzt wieder. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Das werdet ihr jetzt sehen. Wir verbinden das Ganze jetzt nach unten. Aber um da runter zu kommen, müssen wir natürlich uns wieder so eine dämliche Treppe bauen. Das heißt, von hier gehen wir jetzt runter. Ja, komm, gehen wir noch eins raus. Wir haben ja eigentlich Platz. So, und gehen hier hin. Ich gehe jetzt von hier aus hier rüber. Das heißt, ich lege jetzt die Redstone-Leitung von hier oben hier runter. Jetzt haben wir das ganze Ding hier verbunden. Wir können jetzt hier unser Verstärker reinpflastern. Der muss dahin, sonst klappt das nämlich nicht mehr. So, und wenn ihr jetzt erzählt, drücke ich diesen Knopf, weil jetzt ist ja die Tür offen, die Redstone-Leitung ist aus, das heißt, die Kolben haben kein Signal. Und ab jetzt, wenn ich jetzt da hinten bin, um wieder zu schließen, weil ich ja durchgelaufen bin, drücke ich den Knopf und dann schließt sich das jetzt langsam. Seht ihr? Und es bleibt auch zu, weil durch diese Fackel hier unten drin kriegt der Block ein Signal und das Signal wird dann weitergeleitet in die Leitung. Wenn ich jetzt den Block hier wegnehmen würde, seht ihr, geht es nach und nach zu, weil keine Verbindung mehr entsteht. Und die haben dann auch Probleme. Das heißt, wir nehmen jetzt mal kurz hier die Fackel weg. Tschakka. Und setzen den dahin. Und dann funktioniert das Ganze wieder. So, jetzt haben wir die Reihe hier unten verbunden. Jetzt müssen wir das gleiche Ding hier nochmal hier hinbauen, dass wir ja auch darunter eine Verbindung bekommen. Das heißt, wir bauen jetzt hier wieder runter. So. Haben wir schon mal die erste Treppe, gehen wieder hier hin und kappen hier wieder die Leitung und setzen hier den Verstärker hin und legen die Redstone-Leitung wieder hier hoch die Treppe. So, im Prinzip sind wir jetzt hiermit fertig. Das heißt, das ganze Ding funktioniert jetzt schon mal. Jetzt müssen wir diese Leitung von hier oben, also der Knopf von hier unten, das habe ich schon vormarkiert, einmal hier das Signal hier reinschickt, dass wir das Ding auch irgendwie ansteuern können. Sonst klappt es ja nicht, sonst können wir unten drücken, bis wir schwarz werden. Das heißt, ich habe das jetzt nur markiert, weil direkt hier dahinter ist mein Knopf. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch, dass es hier genau drüber passt, legen hier die Redstone hin und legen hier die Fackel drauf. Und darüber ein Block und hier wieder eine Fackel und verbinden das Ganze jetzt miteinander. So, Besonderheit in der ganzen Sache ist jetzt, dass wir hier wieder eine Treppe schaffen müssen. Im Prinzip so, weil genau hier muss nämlich der Verstärker dran, sonst kommt das Signal nämlich nicht da rein. Das habt ihr bei dem anderen Video auch gehabt, dass der eine Knopf immer mit dem Verstärker angetrieben wird. So, ab jetzt, wenn ich jetzt hier unten drin bin, kann ich hier den Knopf drücken. Jetzt müssen die Türen aufgehen. Seht ihr? Nach und nach. So, jetzt haben wir das schon mal geregelt. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich ja, ist es ja so, wenn wir auf dieser Seite sind, weil das Ding ist ja geschlossen. Jetzt möchten wir ja mit diesem Knopf hier ja irgendwie da rüberkommen. Das heißt, wir haben jetzt hier nur als Markierung wieder, auch für mich, aber das müsst ihr auch so bauen, hier eine Fackel hingesetzt. Hier drüber setzen wir einen Block. Und hier setzen wir wieder eine Fackel. Und wir gehen jetzt von hier nach oben und legen jetzt die Leitung bis hier hin. Das heißt, wir gehen jetzt dahin. Legen das jetzt so und legen jetzt die Leitung bis da hin. So, jetzt haben wir diese Leitung hier gelegt. Wir gehen jetzt hier hin, verbinden das Ganze. Aber jetzt müsst ihr wieder auf eine Besonderheit achten. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten klicken würden, würde das Ganze nur 15 Blöcke weit gehen.
und es würde nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt halt hier die Leitung kappen würde und jetzt einfach nur zu Testzwecken hier die Fackel hinsetzt, seht ihr, geht es nur bis dahin. Ah, bis hierhin sogar. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, machen die Leitung wieder zusammen und legen hier schon mal einen Verstärker hin. Und zur Sicherheit mache ich immer hier noch einen Verstärker hin. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist mir jetzt gehopst wie gesprungen. Ich gehe jetzt einfach nur rein von der Sicherheit aus, weil ich schon öfters hatte, dass es trotzdem nicht funktioniert, obwohl die Leitung passen müsste. Und deswegen setze ich lieber dazwischen nochmal was hin. Das heißt, jetzt müsste in der Regel, wenn alles gut gelaufen ist, alles funktionieren. Die Türen sind jetzt zu und ich möchte jetzt aber öffnen. Und ihr seht, nach und nach geht die Tür auf. So, um das Ganze jetzt noch zu verdeutlichen, machen wir das jetzt hier mal zu. Dann seht ihr auch, dass es zu 100% funktioniert. Oder wie es tatsächlich dann auszusehen hat. Wird natürlich hier verwenden, was ihr wollt. Was ich schon getestet habe, das geilste war, ich wollte halt testen, mit, ob es mit Ding geht, mit, sagt man es, wie heißt es nochmal, mit Beacons, geht leider nicht. Hat natürlich noch geiler gewesen. So, jetzt ist das Ding ja geschlossen, ich bin jetzt wieder rausgelaufen, jetzt möchte ich das Ding wieder schließen, das heißt, wir schließen das Ganze jetzt wieder. Jetzt ist es zu und jetzt möchten wir das ganze Ding wieder öffnen und ihr seht, dass alles ohne Probleme hier funktioniert. Ja, man kann das natürlich auch oben rum umbauen, das heißt, ihr dürft keine Leitung hier rüberlegen. Wir müssten im Prinzip das Teil nochmal hier hinbauen und das Ganze direkt hier mit veranschließen. Das heißt, ihr müsst hier eine Verbindung hier nach unten schaffen, also das im Prinzip, was wir hier hingebaut haben. Um die Treppe nach unten müsst ihr hier auch hinbauen und dann könnt ihr das auch in die gegengesetzte Richtung öffnen. Das heißt, dass wenn ihr das Signal drauf gibt, dass es nicht von hier öffnet, sondern in diese Richtung öffnet. Aber es ist halt komisch, wenn es von langsam und dann immer schneller wird, die Tür zu öffnen. Ne? Also im Prinzip ist es möglich, auch das so zu bauen. Das heißt, diese Verbindung kann hier weg komplett. Und das baut ihr, was hier eingebaut worden ist, mit der Treppe, wo es nach unten führt. Und das Ding baut ihr theoretisch hier spiegelverkehrt noch einmal hin und verbindet das Ganze bis nach da hinten. Und dann könnt ihr das auch in diese Richtung so öffnen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Die Redstone-Leitung sieht man ja theoretisch nicht, weil das ist ja im Gebäude drin. Entweder irgendwo im Keller oder irgendwo gut versteckt. Da könnt ihr theoretisch jetzt noch irgendwas drum bauen. So Art wie ein Safe, was auch immer. Ihr habt da bestimmt ein paar Ideen, wo man das bestimmt benutzen könnte. Das ist jetzt halt nur zu Demonstrationszwecke so gebaut. Aber im Prinzip könnt ihr, wenn ihr... Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergisst nicht, ein Like dazulassen, wäre natürlich super. Ein Abo und die Glocke aktivieren. Und schreibt rein, wenn ihr Wünsche habt. Alles klar, dann haut rein. Euer Matchblocks. Ciao.